Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Susanne Kurz. Ich bin stellvertretende Leiterin vom Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung. Ich versuche Ihnen jetzt in knackigen 10 Minuten so ein bisschen die Bundesebene auf dem Thema Vergabe und Innovation nahezubringen. Da möchte ich als erstes einmal fragen, wer von Ihnen ist aus einer Beschaffungs- oder Vergabestelle hier? Eine, zwei Handmeldungen. Danke, dass Sie da sind. Wie viele Start-ups sind da? Klassische Start-ups, okay, zwei. Und so KMUs, überhaupt Unternehmer? Okay, ja gut, dann haben wir da schon mal einen Durchschnitt. Also die Beschaffungs- und Vergabestellen, die sind hier unterrepräsentiert, aber ich hoffe, Sie alle, die jetzt hier sind, sind Botschafter für das Thema innovative Beschaffung. Ja, also Bundesebene hatte ich schon gesagt, unser Auftraggeber vom Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung ist das Bundeswirtschaftsministerium, dort das Referat für Innovations- und Technologiepolitik. Die wollen also einfach mehr Innovationen auf die Straße bringen und Vergaberecht ist sozusagen Mittel zum Zweck. Also eigentlich ist das nicht der erste Fokus in diesem Referat, sondern Innovationen auf die Straße bringen, Wirtschaftsförderung und das ist der Auftrag dieses Referats im BMWK. Und wir, das ist der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, das ist ein gemeinnütziger Fachverband, branchenübergreifend. Wir haben eine große Sektion öffentlicher Auftraggeber, die ich auch leite. Dort sind also viele EinkaufsleiterInnen aus dem öffentlichen Sektor vertreten und entsprechend haben wir da auch einen guten Querschnitt an Erfahrung und können deswegen eben auch das Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung entsprechend auch auf Augenhöhe dann führen. Wir haben da tatsächlich jetzt schon eine lange Erfahrungskurve seit 2013. Darf ich auch dabei sein, bin stellvertretende Leiterin und wir haben natürlich eine lange Lernkurve jetzt auch. Warum gibt es Coinno überhaupt? 350 Milliarden Euro Beschaffungsvolumen Minimum. Das ist eine ziemliche Summe und damit, wie auch Annette Rosenkötter zu Beginn schon sagte, auch ein riesiger Hebel, quasi ein Nachfragehebel, um eben diese Nachfragemacht am Markt auch entsprechend spielen zu lassen. Sie sehen auch hier, die Kommunen haben einen ziemlich großen Anteil, aber gerade die Kommunen, die 11.000 Kommunen, die es gibt, der 30.000 Beschaffungsstellen in Deutschland, aber 11.000 Kommunen und davon haben tatsächlich, ich habe mir letztens sagen lassen, bis zu 75% haben weniger als 20.000 Einwohner. Das bedeutet, da gibt es oftmals nicht mal eine Vergabestelle mit all seinen Herausforderungen, die dort zu stemmen sind. Innovation, was ist das überhaupt? Also ich rausche hier mal so ein bisschen durch die Folien. Sie fotografieren schon fleißig, aber Sie bekommen die Folien auch. Das Thema Innovation wird immer wieder gefragt, was ist denn das überhaupt? Das Oslo Manual OECD hat da einen Definitionsansatz. Wenn wir das jetzt eben übertragen hier auch auf Coinno und auf die Zielgruppe der öffentlichen Beschaffung, dann sind das natürlich einmal eben die Neuheiten als Produkte und Lösungen. Dann aber auch der Wandel, dass eben eine bestimmte Technologie eben auch in einem anderen Geschäftszweig angewendet werden kann. Als Beispiel zum Beispiel der Lotus-Effekt aus dem Automotive-Sektor. Da könnte zum Beispiel im Health-Sektor angewendet werden als ein Beispiel. Und dann eben Innovation in der Institution. Und ich muss Ihnen da ehrlich sagen, wir sind in Coinno doch schon zu fast 80% eigentlich mit den Häusern beschäftigt, eigentlich uns die Prozesse, die Organisation und die Abläufe erstmal anzugucken und zu enablen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt in der Lage sind, sich mit innovativer Beschaffung, mit Annette, du hattest den Ausnahmetatbestand genannt, zum Thema Beauftragung von Forschungs- und Entwicklungsleistung. Das ist nicht mal eben so mit so einem Schnipp, so nach dem Motto, heute beschaffen wir mal innovativ. So läuft das überhaupt nicht. Also wir haben ja auch sehr viele Beratungsprojekte, insofern ich muss auch gerade spoilern, alles bei uns ist natürlich kostenfrei. Ja, wir sind ja eben im Auftrag des Wirtschaftsministeriums gefördert und deswegen für öffentliche Auftraggeber, alles ist komplett kostenfrei, was wir anbieten. Genau. Aber dafür auch gedeckelt so 10 Menschtage, also 365 Tage können wir nicht gebucht werden. Insofern Hilfe zur Selbsthilfe soll es sein. Genau. Ja, hier nochmal so die zwei Stoßrichtungen. Also das Referat möchte natürlich auf jeden Fall rechts
innovative Beschaffungsvorhaben voranbringen, damit da natürlich auch der Hebel in Richtung Startups und innovative KMU dann auch stattfindet, die Nachfrage und als Wirtschaftsmotor, als Innovationsmotor. Aber tatsächlich, was ich gerade sagte, dieses Enablen auf der linken Seite, wir müssen auch die Beschaffungs- und Vergabestellen oder auch die Strukturen, die wir antreffen, auch so ein bisschen erstmal an die Hand nehmen und gucken, habt ihr eine Einkaufsstrategie, habt ihr eine Warengruppenmanagement, wie geht ihr mit Lieferanten um, wie macht ihr eine Markterkundung, welches Zielsystem habt ihr eigentlich und was sagt eigentlich auch Chef, Amtsleitung oder Bürgermeister? Wir machen ganz viel, ich rausche jetzt hier so durch, Vincent, lieber Gastgeber, du musst mich unterbrechen, wenn es zu arg ist, ne? Aber ich rausche hier mal so durch. Es ist so wichtig, eben auch die politische Ebene mit reinzunehmen. Die politische Ebene, wer ist hier aus der politischen Ebene vertreten? Der Herr. Okay, also 2-3 Wortmeldungen, okay. Das muss top-down auch eingestielt werden, in dem Sinne, dass da auch eine Rückendeckung ist. Wir haben ja schon ein paar Beispiele gehört, wo einfach die Vergabestelle auch Angst hat, zu handeln, Entscheidungen mutig voranzutreffen. Und da braucht es natürlich auch eine Strategie in dem Umfeld, um entsprechend das Backing zu haben und die Rückendeckung zu geben. Okay, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen schneller durch. Also die Website, bitte stöbern Sie da gerne. Wir haben dort auch eine Toolbox für alle am Beschaffungsprozess Beteiligten. Stöbern Sie dort bitte gerne und kommen auch im Nachgang gern auf mich zu, heute oder eben auch in den nächsten Tagen, um eben bilateral auch individuelle Probleme, zum Beispiel da hinten in der Beschaffungs- und Vergabestätte, die Dame gucke ich an, gerne auch anzusprechen. Dies hier ist einmal auch meine Lieblingsfolie, weil man hier einfach auch sieht, hier vorne in dem Bereich Bedarfsmanagement und Beschaffungsmarktforschung, also Markterkundung, hier ist der strategische Anteil. Das hat ganz viel auch mit BWL einfach zu tun. Also ich bin von Haus aus Betriebswirtschaftlerin, also habe also die BWL-Brille auf und hier geht man eben entsprechend mit den Ansätzen ran und das ist doch noch Neuland für viele öffentliche Beschaffungs- und Vergabestellen, denn hier hinten, das, was hier vorne nicht ordentlich eingestielt wurde, das kann die Vergabestelle nicht retten, ja, und das muss man sich immer vergegenwärtigen. So, es soll ja heute auch um Start-ups gehen. Ne? Genau. Deshalb habe ich hier mal so ein paar Pros und Cons zusammengetragen, was eigentlich die Herausforderungen sind. Also hier mal aus der Perspektive der öffentlichen Auftraggeber. Dies hier sind alles Erfahrungen aus unseren Beratungsprojekten und wir haben jetzt in den 9 Jahren jetzt schon einige zusammengetragen. Also dass tatsächlich diese innovationsfördernden Instrumente, der Instrumentenkasten, nicht bekannt ist in den Vergabestellen oder es da eben auch an Erfahrung fehlt. Es wird doch oftmals keine umfassende Markterkundung gemacht. Annette Rosenkötter hat es schon erwähnt. Auch da gibt es viele Berührungsängste. Und oftmals gibt es eben auch dezentrale Beschaffungsstellen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Zentralisierung ist nicht das Allheilmittel, aber das Ganze muss gut gemacht sein. Zentral, dezentral, das muss gut zusammenspielen. Und wenn es um Wissensmanagement geht, ist es eben wichtig, dass da eben dann die dezentralen Beschaffungsstellen auch gut gebrieft werden. Und wie ich schon erwähnte, es gibt eben auch einfach Berührungsängste mit dem Marktsegment der Startups. Und die Handlungsfelder leiten sich daraus eben automatisch ab. Markterkundung A und O, Vorabkommunikation des Marktes. Da gibt es verschiedene Instrumente bis hin eben auch zum Interessenbekundungsverfahren auf TED. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, um eben einfach zu informieren. Und das hat alles ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und da sind wir auch wieder bei den Skills, auch bei den Soft Skills, Kommunikation fördern. Insofern, das ist das A und O. Und das sind jetzt alles natürlich so theoretische Plattitüden, die jetzt hier so von mir geäußert werden. Aber wenn wir das tatsächlich in der Praxis, im Einzelfall, in der einzelnen Kommune, in der einzelnen Stiftung oder in der Bundes- oder Landesbehörde betrachten, dann kommt sozusagen Fleisch an den Knochen. Genau, ich kann ja hier nur so durchrauschen jetzt gerade mal. Und hier nochmal so die Perspektive der Startups. Der Klassiker natürlich, die hohen Anforderungen. Sascha Solk von Gafra da,
Ich weiß nicht, wer von Ihnen den kennt. Der hat, ist auch ein Startup, hat eine innovative Vergabeplattform entwickelt. Und der hat auch mal analysiert in TED so Ausschreibungen, zum Beispiel von der Bundeswehr, da ging es um die Beschaffung von Vorhängeschlössern. Das Vorhängeschlösserbeispiel, 160, 170 Seiten Leistungsbeschreibung. Das sagt eigentlich schon alles für Vorhängeschlösser. Ja. Und schwerer kann man es dann eigentlich nicht machen. Und da sind wir noch ja produktseitig in einem einfacheren Bereich. Dann auch die Qualität der Leistungsbeschreibung. Auch da, ich meine, auch funktional ist nicht mal eben so was zusammengekleistert. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Und deswegen ist auch die Markterkundung so wichtig, die vergaberechtlich saubere Kommunikation mit dem Markt und auch das Wissen dazu, um sich eben auch Know-how zu beschaffen. Was brauchen wir denn? Welche Funktionalitäten? Was gibt es alles am Markt? Und das wäre eigentlich ein Workshop allein für sich, zu dem Thema zu sprechen. Markterkundung, Kommunikation mit den Märkten. Ich denke, da können wir nochmal ein Follow-up dann auch ins Leben rufen. Genau. Die Handlungsfelder für die Startups, wenn ich jetzt da mal adressiere, ich war lange im Vertrieb, lange im Dienstleistungsbereich und deswegen denke ich auch, ich sag mal, in dem Sinne akquisitorisch, money-driven, vertrieblich. Und das ist ja etwas, wo auch die Startups, die müssen ja, können ja nicht nur ihre Technologien optimieren, sondern die müssen ja auch ihren Business Case, ihre Businesspläne ausarbeiten, sodass die auch einfach Geld verdienen. Und da ist ja die Frage, wie ist die Absatzplanung? Was sind die Zielgruppen, die ich bearbeiten will? Und immer wieder, ich war letztens auf der IAA Transportation, da war ich in der Startup-Area, wo über 50 Startups vertreten waren. Und die tun sich wirklich schwer, auch den öffentlichen Sektor als Zielgruppe, als Kundenklientel tatsächlich ins Target zu nehmen. Ja, weil es einfach so, aber es lohnt sich, weil natürlich es gibt viele, viele Vorteile, mit dem öffentlichen Sektor zusammenzuarbeiten. Auch das wäre nochmal ein extra Workshop. Gucke ich wieder in Richtung Vincent, weil da können wir nochmal richtig in die Tiefe gehen und auch quasi die Startups, ich sag mal, aufschlauen, warum es einfach sich so sehr lohnt, auch mit dem öffentlichen Sektor zusammenzuarbeiten. Denn ganz ehrlich, es gibt jetzt die Startup-Strategie, auch mit Adressaten eben der öffentlichen Hand, aber beides geht nur miteinander. Ne? Und deswegen gibt es auch, ich sage nochmal zwei Worte gerade zum Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung. Wir bespielen beide Seiten, die öffentlichen Auftraggeber und die Startups. Bieten auch Veranstaltungen, Webinare und Workshops an, auch für die Startups, für beide Seiten. Denn das ist immer eine Entscheidung, give and take, win-win. Also man kann jetzt auch nicht nur immer die öffentlichen Auftraggeber angucken und sagen, ihr müsst jetzt etwas verbessern. So, das Thema Startup-Strategie der Bundesregierung hat ja mehrere Handlungsfelder und Abschnitte. Und der Abschnitt 7 der Handlungsfelder in der Startup-Strategie beinhaltet die Punkte 1 bis 6, die ich für Sie hier in den 6 Folien nochmal durchdekliniere. Sie runzeln schon mit der Stirn. Zu viel, zu schnell. Hat jemand zwischendrin eine Frage? Sind Sie zufrieden? Sie atmen tief durch, ne? Wahrscheinlich der Zeit. Okay, ich galoppiere jetzt noch mal durch diese 6 Folien von der Startup-Strategie. Und dann will ich Ihnen nur ganz kurz androppen den Innovationsplatz. Das ist ein neuer Marktplatz der Innovationen und auch die Möglichkeit, Challenges eben von öffentlichen Auftraggebern zu präsentieren. Also in der Startup-Strategie Abschnitt 7, Punkt 1, das ist hier O-Ton, was ich hier unter 1 geschrieben habe, und den E-Marktplatz, das ist genau dieser Innovationsplatz, den hat das Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung umgesetzt. Und der ist im Dezember 2022 live gegangen. Und wir sind jetzt dabei, eben, also Startups haben wir schon eine ganze Menge auf der Plattform. Aber bei den Challenges, da ist noch Luft nach oben. Also die öffentlichen Auftraggeber tun sich da noch schwer, eigentlich auch in diese Markterkundungsphase tatsächlich zu gehen auf dem Marktplatz. Den Beschaffungsindex, den Startup-Beschaffungsindex haben wir auch implementiert. Wir haben da den Partner
Startup e.V. mit Anja Theurer im Vorstand. Anja Theurer war viele Jahre Leiterin der Auftragsberatungsstelle Berlin-Brandenburg, hat dann auch einen Abstecher zum Cyber Innovation Hub gemacht und ist auch Soldatin und hat sehr viel Erfahrung in diesem ganzen Querschnitt und ist jetzt bei Startup mit Doppel-A. Und die initiieren diesen Startup-Beschaffungsindex und damit soll erhoben werden in den Vergaben, wie viele Vergaben gingen denn eigentlich an Startups. Genau. Auch das ist noch in den Kinderschuhen, aber wir haben es umgesetzt und wir sind dran. Der zweite Punkt in der Startup-Strategie ist der zentrale Bekanntmachungsservice. Das ist kein Beritt von Coinno. Annette, du hast es schon erwähnt, das ist ongoing. Auf der Seite vom BESCHA im BMI gibt es da auch Infos. Wir haben da in Coinno jetzt erstmal kein To-Do tatsächlich. Dann in Punkt 3 haben wir natürlich auch unseren Part, wenn es darum geht, hier das Thema Vergabetransformation voranzutreiben. Das ist ja etwas, was die Bundesregierung sich hier auch auf die Fahne schreibt. Und da kann ich aus Perspektive von Coinno sagen, dass wir dort an diesem Konsultationsprozess, den du auch schon erwähntest, teilnehmen werden, weil wir da ja relativ viel Erfahrung haben. Der Punkt 4 aus der Startup-Strategie beinhaltet ganz klassisch eben, ist hier auch O-Ton, also die innovative öffentliche Beschaffung noch stärker mit seinem Instrumentenkasten in die Breite zu tragen und die sogenannte Mittelstandsklausel, so steht das hier, noch stärker zu verbreiten. Da geht es ja um das, was im Vergaberecht steht, nämlich eben KMUs und auch regionale Unternehmen eben stärker eben mit in den Fokus zu nehmen. Und das ist etwas, was wir beides natürlich in unseren Beratungsprojekten schon lange, also eigentlich im Fokus haben und bilateral face-to-face mit den öffentlichen Auftraggebern, die wir beraten, dann auch beinhaltet haben. Procurement for Government Program des GovTech Campus in Deutschland. Das ist ja Lars Zimmermann, der das leitet. Ist ja auch in Berlin angesiedelt, also in Berlin angesiedelt. Mit dem GovTech Campus arbeiten wir eng zusammen. Wir haben auch an der Sprint Challenge teilgenommen, die im Sommer letzten Jahres stattgefunden hat, wo die innerhalb von 6 Wochen so quick and dirty, also ich sage Ihnen, es ist so schnell, ich gucke Sie jetzt wieder hier vorne an der Ecke an, es ist alles so schnelllebig, wirklich, man kriegt kaum Luft bei diesen ganzen Sprints und Innovationen und Startups. Die Welt ist unwahrscheinlich schnell in der Hinsicht. Ne? Ich würde mir wünschen, dass man Ausschreibungen auch so schnell ausfüllt. Wir arbeiten dran, genau. Also an Punkt 5 sind wir dran. So, und an Punkt 6, das ist hier der O-Ton, Punkt 6, da steht, die Bundesregierung wird systematische Evaluierung durchführen, um die Entwicklung der Berücksichtigung von Startups bei öffentlichen Ausschreibungen zu erfassen. Und da habe ich heute Morgen noch mit Anja Theurer vom Startup e.V. gesprochen. Ich sage, sag mal, Anja, wie ist denn das jetzt hier gemeint? Und sie sagt, dies hier, Punkt 6, ist der Startup-Beschaffungsindex, den es schon gibt, der aber in Punkt 1 eigentlich erwähnt ist. Also das ist so ein bisschen kuddelmuddelig eigentlich in dieser Startup-Strategie beschrieben. Ja, insofern. Aber bei dem Gedanken hatte ich dann auch noch mit ihr gesprochen über die Vergabestatistik, die es ja auch gibt mit der Vergabestatistikverordnung. Und inwiefern dort eben eigentlich auch das Thema Startups abgefragt wird, wird aber wohl aktuell noch nicht, sagte sie. Ne? Das soweit dazu. Und bevor Sie klatschen oder auch erschöpft sind, ganz kurz den Co-Innovationsplatz. Ich klicke ihn nur mal kurz an, wenn du diese Folie gerade noch mal auflegen könntest. Genau, dass Sie einmal nur sehen, was dieser Marktplatz jetzt ist, Look and Feel. Sie können einfach dann auch draufgehen. Genau, die erste Seite, genau. Ja, genau. Okay, so, genau. Das ist ein Markterkundungstool, also keine Vergabeplattform, sondern es geht darum, eben Challenges von öffentlichen Auftraggebern zu präsentieren, um eben Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Hier sehen Sie das nochmal, also der Marktplatz der Innovationen und auf der linken Seite die Challenges, wo eben Markterkundungen durchgeführt werden können.
Wir haben die Stadtwerke Bayreuth sucht E-Ladesäulen. Die sind jetzt tatsächlich da schon drauf. Weitere Challenges sind im Werden. So, ich klicke hier nochmal. Das Ganze ist animiert. Hier gehe ich aber mal weiter. Und zwar, wenn du hier mal, weil ich kann jetzt hier nicht draufklicken, oder? Nee, genau, sondern bei dir dann auf die Folie drauf. So, und dann, ach so, nochmal weiter. Marktplatz der Innovation drauf. Ah, hier jetzt Challenges. Nee, nochmal weiter, weiter. Klick. So, und hier beim Marktplatz der Innovation. Warte mal. Hier bitte einmal draufklicken auf die Folie. Ja, weiter. Ah ja, da sind die E-Ladesäulen. Nochmal weiterklicken. Wir sind gleich durch. Marktplatz der Innovation, da würde ich gerne einmal drauf. Schade auch. Okay, gut. Also wenn Sie auf den Innovationsplatz.de gehen, dort sehen Sie die verschiedenen Startups. Das sind schon locker so an die 50, die ihre innovativen Produkte und Lösungen präsentiert haben. Genau darum geht es ja eigentlich hier heute, dass wir gucken wollen, wie können Startups und öffentliche Auftraggeber zusammenkommen. Ich habe jetzt hier heute versucht, einmal das Kompetenzzentrum vorzustellen und eben auch die Verknüpfung mit der Startup-Strategie herzustellen. Und sehen Sie es mir nach, wenn das jetzt alles ein bisschen viel und schnell war. Aber letztendlich ist das so ein bisschen nur so ein Antriggern und es lebt dann eigentlich von einem bilateralen Austausch im Nachgang oder dann auch gerne per E-Mail. Herzlichen Dank für Ihre Geduld.